Moin Leute, was geht? Mein Name ist Studio Gamescom auf der PlayStation 4 und heute zu einem komme ich heute, also heute komme ich mal zu einem richtigen Special, und zwar spiele ich mal diese Fragezeichen-Mission. Was ich am liebsten machen würde? Wollt ihr es wissen, was ich am liebsten. Oh Scheiße. Jo, Digga. Hey, schau mal, der macht ein Foto von mir, Digga. Habt ihr das gesehen? Alter, was für ein Freak. Auf jeden Fall mache ich heute mal diese komische, wie nennt sich, Freunde oder Freaks, Freunde, Freaks, Freunde-Mission. Und also das Special muss man mal wegmachen. Aber was kläfft der Hund so? Hey, moin moin, wie geht's? Also, was schicken der mich? Hey, ich wollte ja eigentlich so eine Freundesmission machen, eine Fremde- und Freaks-Mission, aber wie das aussieht, muss ich als Michael spielen, aber spiele jetzt leider als Franklin. Dann müssen wir uns das Let's Play halt ein bisschen anders gestalten. Einfach drauf losgehen. Also, auf der Next-Gen-Konsole findet man Orte wieder. Also, nee, man erlebt einfach alles neue, als es auf der PS3 war. Na klar, PS3 und PS4 ist ja fast identisch, nur der grafische Unterschied, dass Tiere im Spiel sind, diese ganzen Effekte, das macht das Spiel wirklich, finde ich persönlich, zu einem ganz anderen, zu einem neuen Spiel, ganz ehrlich. Das muss man mal erlebt haben hier. Beschissenes Radio, man kann man das nicht mal ausstellen hier. Oh, nice. Ey, geil, Mann. Schaut euch mal diesen Rückspiegel an hier. Boah, geil. Ultra realistisch. Ultra realistisch hier. GTA übertreibt man wieder dermaßen. Ist ein nicht normal. Moin, moin. Aber gut. Mir schadet es nicht. Oh. Ich denke, wir ergeben uns. Okay, wenn ihr auf mich schießt, dann schieße ich zurück. Mit einer kleinen Granatenhagel hier. So, jetzt muss ich das MG auspacken. Mist. Ich hätte jetzt das MG ausgepackt, Leute, aber naja, egal. Außer Gefecht. Scheiße, Mann. Oh, herrlich, herrlich. So, hier haben wir das MG, Maschinengun, MG und MP, ich sag ja immer MG, Maschinengun, das Deutsche heißt MP. Das ist auch eine richtig geile Maschinengun, muss ich sagen, optisch auf jeden Fall ansprechend, und das First Person an sich. Dann haben wir noch das hier, die MP. Ist auch eine ganz liebe Waffe. Find sie auch ganz nice. Und was haben wir hier noch? Sturm-MP, ja. Die ist gut. Mit der Sturm-MP kann man nichts falsch machen. Hier meine absolute Favorite Gun, muss ich ganz, habe ich ja oft. Muss schon sein hier. Das muss man schon dabei haben hier. Oh Mann, es sind wieder die scheiß Bullen am Hals. Das gibt's doch gar nicht. Stellen wir mal den alten VW rein. Oh, die Tür ist ja offen. Ah, herrlich. Das ist doch was fürs Auge hier. Schöne Holzarmatur. Moin, moin. Man muss die erstmal treffen, die Bullen, bei laufender Fahrt. Weil ich habe jetzt überhaupt keinen Blick, wo es hingeht. Ich gucke die ganze Zeit aufs Radar, aber ich fahre schon richtig. Ich kenne mich ein bisschen aus hier in Los Santos. Besser als in meinem Ort. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Eigentlich müsste ich mich in meinem Real-Life-Ort besser auskennen als in einem virtuellen Spiel. Aber naja, es ist nun mal so, dass ich mich in Los Santos besser auskenne.
Volle Fahrt auf das Geländer. Okay, wir haben die Bullen abgehängt. Hey Leute, mein Moin Moin. Richtig nice Sache, dass wir die Bullen abgehängt haben. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hier ins Gras. Hier sind wir auf jeden Fall sicher, vielleicht. Oh ja, Digga. Habt ihr es gesehen? Die verdammten Feldhasen hier. Die hoppelnden Ratten. Die hoppelnden Ratten in GTA 5. Das sind diese süßen kleinen Tierchen, die hier manchmal rumspringen. Muss man mal drauf achten hier. So. Das Abwasser. Und jetzt schauen wir mal, ob wir. Genau. Und zwar machen wir jetzt noch einen kleinen Abschusskill. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ciao.